Wusstest du, dass Glaube und Furcht Gegensätze sind? Beides sind Dinge, die man auf die Zukunft projiziert. Dinge, die man erwartet, dass sie kommen und Realität im eigenen Leben werden. Und Dinge, die noch gar nicht da sind, die man noch nicht sieht, die nicht vorhanden sind. Wenn wir uns fürchten, erwarten wir, dass Negatives auf uns kommt. Wenn wir Gott glauben, erwarten wir, dass seine Segnung und seine Verheißung auf uns kommen. Das sind Gegensätze. Furcht kannst du dir überall holen. Die Massenmedien verbreiten wirklich Nachrichten, die einem Furcht machen können und die dich in Furcht halten können. Das Wort Gottes hingegen baut deinen Glauben auf und hilft dir, in das hineinzukommen, was Gott für dich hat. Hilft dir, Dinge über deinem Leben auszusprechen, die wirklich positiv sind und die deine Zukunft segnen werden. Wenn du wissen willst, wie dein Leben in 5 oder 10 Jahren aussehen wird, dann musst du deinen Worten lauschen. Was sprichst du über dir aus? Sind es negative oder positive Dinge? Diese Dinge haben schöpferische Kraft. Die werden in deinem Leben Realität werden. Deshalb ist es wichtig, das Wort Gottes zu kennen, seine Verheißung zu kennen, die Dinge, die er über uns ausspricht, die Dinge, wie er uns sieht, und das in uns wohnen zu lassen, immer wieder über unserem Leben auszusprechen. Nicht Dinge der Furcht, sondern Aussagen des Glaubens. Wenn du mit Furcht zu kämpfen hast, dann ist das eine geistliche Beeinflussung, von der du frei werden kannst, wenn du dich mit dem Wort Gottes füllst. Wenn die Verheißung Gottes, das aus deinem Leben diese Furcht herausspülen. Wenn du wirklich frei wirst von diesen negativen Denkmustern und hineinkommst in das, was Gott über dein Leben ausgesprochen hat. Weißt du, die Bibel sagt uns, dass in der Liebe keine Furcht ist. In der echten, liebenden Beziehung zu Gott, da ist kein Raum für Furcht. Wenn du Gott wirklich kennst, wirst du frei sein von Furcht. Und Paulus schreibt an Timotheus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Es kostet dich genauso viel Anstrengung, Dinge des Glaubens auszusprechen, wie Dinge der Furcht. Dinge des Glaubens für dein Leben anzunehmen, wie Dinge, die dir Furcht machen. Deshalb ist es so wichtig, dass du dich mit dem Wort Gottes füllst und mit seinen Aussagen. Da findest du beispielsweise so etwas wie hier in Jeremia. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Das ist es, was Gott für dich hat. Er will dir Zukunft und Hoffnung geben. Das spreche ich dir zu. Gott will dir Zukunft und Hoffnung geben. Deshalb füll dich mit dem Wort Gottes, füll dich mit seinen Verheißungen. Wir glauben, Gott hat viel mehr für dich.